Open your heart. Die Idee ist, dass wir einen Ort schaffen und Räume in der Natur und aber auch drinnen, die einfach Wachstum fördern, Entwicklung fördern. Für uns selbst, aber auch für die Gäste, die wir hier einladen, die hier erleben können, wie man in Harmonie mit der Natur, der äußeren und seiner eigenen menschlichen Natur leben kann. Leben, was integrierend ist, was nicht ausgrenzt, sondern dazuholt, Wachstum anregt. Sich einfach immer mehr zeigen in der Zukunft, dass es sinnvoll ist, regional sich zu versorgen, was wir hier machen. Ja, dass sozusagen in den besten Zeiten 3/4 unserer Ernährung aus dem eigenen großen Biogarten kommt. Das wäre einfach ein Traum für viele, glaube ich. Ein wirklich sehr gesunder, sinnvoller Traum. Einerseits wirklich vollwertig beste Qualität, andererseits pflanzlich. Und zwar wirklich dem Frieden zuliebe. Also erstens mal dem inneren Frieden, weil es tiefere, schönere Meditationen macht, wenn wir uns so sensibel ernähren, weil es uns gesunder hält im Hinblick auf die großen Bedrohungen unserer heutigen Zivilisation. Und natürlich für die Welt hat das Auswirkungen. Ja, also ökologisch ist das Wichtigste, was ein einzelner Mensch unternehmen kann, der Verzicht auf Tierprotein. Weil wir riesige Mengen von Kohlenhydraten aus der Welt der armen Länder exportieren und bei uns damit kleine Mengen Tierprotein machen, wo wir uns dann das Leben ruinieren damit. Also das müsste aufhören. Das muss aus der Logik heraus aufhören, aus gesundheitlichen Gründen für uns, aus humanitären Gründen für die Hungernden. Aus meiner Sicht auch tierethisch. Was wir jetzt in dieser Massentierhaltung und in den Großschlachthöfen tun, das hat einen Grad von Grausamkeit erreicht. Also es ist eine Fülle von Problemen, die wir uns mit Tierprotein schaffen. Und das soll hier auch so ein Beispiel sein, dass es viel, viel besser und ohne einen Verzicht mit vollwertiger Kost aus dem Garten geht. Das ist Wahnsinn. Die Grundidee ist ja so, wir sind Gäste auf der Erde und wollen uns hier bewusst so verhalten, dass wir das auch kommende Generationen noch in einer schönen Form hinterlassen können.